Dann Fuel Oil erweitern. Steht auf dem Plan. Oh, warte. Mir fällt gerade ein, wir waren dabei mit der Strom. Also es ist schon zwei Folgen, das glaube ich hier. Die Stromversorgung oben links zu erweitern. Ich glaube, da müsste ich noch die restlichen Steam Engines postieren. Ich denke, das ist wichtiger als Fuel Oil zu erweitern. Also geht's hier hoch. Wir haben leider kein Fließband nach Norden, so weit hier im Westen. Um da schnell hochzurutschen. Oh, aber das passt schon. So, unser Ingenieur ist gerade nicht am Craften. Das sollten wir ändern. Craft bitte. Die Construction Bots, damit keine gelben da von mir rumfliegen. Ja, da fehlen noch welche. Sind noch nicht genug. 6 Steam Engines fehlen noch. MK2. Und dafür fehlt Eisen und Eisen haben wir gerade nicht. Ja, das sollte sich hoffentlich bald ändern. Ore Processing Maschine habe ich im Inventar, weil wir die für Copper Tungsten brauchen. Das werde ich diese Folge vermutlich nicht machen. Warum kann ich die nicht mit Shift ins Ding hier schmeißen? Komisch. Die auch nicht, die werden nur unten reingelegt. Dann halt so. Dankeschön. Also, Eisen holen, runtergucken. Wie es mit dem Fuel Oil genau aussieht, also was ich da überhaupt genau machen soll und wofür das überhaupt alles ist. Das hier sieht leider immer noch nicht so gut aus, wie es aussehen könnte. Aber es liegt diesmal nicht mehr an der Schwefelsäure, sondern einfach nur daran, dass die hier alle noch mit 200 jeweils voll waren. Die anderen sind okay. Also ich hoffe, dass mit dem. Ja, mit dem Eisen hatten wir das gefixt, aber Kupfer. Nee. Hä? Es ändert sich alles immer so schnell hier. Okay, Kupfer ist anscheinend dann doch wieder kein Problem. Kiste füllt sich. Oh, 4000 Kupfer. Hatte ich nicht gegen Ende der letzten Folge erst geguckt? Und da hatten wir hier ein fast leeres Kupferband und dafür ein fast volles Eisendingens. Hammer, 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 hammer. Na gut, greife ich das halt so ab. So, dann 6 davon. Von mehr. So, 6 davon und dann noch was für ein Eigenbedarf für später. Ja, nicht die Welt, aber Gott, was soll's, sollte reichen. Also die können wir dann später aufbauen. Jetzt müssen wir nach rechts und gucken, was man mit Fuel Oil auf sich hat. Weil ich habe da absolut keine Ahnung. Also ja, es wird was zu verbrennen sein, aber warum wir das jetzt erweitern sollen, ist mir halt ein Rätsel. Ah, das Ding hier. Wir müssen das Fuel Oil schneller ummodeln zu Liquid Fuel. Können wir eventuell, warte. Liquid Fuel da. Geht am schnellsten. Je niedriger, desto besser, ne? Ja, geht am besten in den Nicht-Vanilla Chemical Plants. Die Nicht-Vanilla Chemical Plants, die ich nicht habe.
Also dabei gerade jetzt eben. Nummer zwei davon bricht die wieder ab. Ja, mach mal. Ist okay. Dann setzen wir davon einfach nur ein, zwei hier hin und dann sollte das eigentlich schon reichen. Also so, dann haben wir hier noch einen Anschluss. Dann so, dann haben wir hier noch einen Output. Und das war's. Ich mag die, weil die haben keinen Boiler und danach dann ein Engine. Die haben beides integriert in einem Gebäude. Das ist echt angenehm. Und ist vielleicht ja auch die Zukunft. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze so weiterläuft mit den Engines und allgemeiner Stromgewinnung. Aber das wäre super viel Platz sparen, ne? Als dieser riesen Cluster da oben, ne? Das ist, ja. So, die Chemical Plants sind fertig. Da, mach bitte. Da. Mach das bitte so. Das reicht, um die hier mehr als genug abzudecken. Das ist nicht ganz effektiv, ja. Oil Burning Generator. Sind das MK2er? Nein. Dann mach daraus bitte MK2er. Wo waren die jetzt? Die sind unter Stinknormal Production, okay. Also ich kann die immer alle raus und dann können wir die schneller umbauen. Da. Blip, blip. Wir haben noch 4 Einer, macht daraus 4 Zweier. Da kann ich keine Blulu reinhauen, ne? Ne. Das Ding sollte jetzt auch schön runtergehen. Damit die hier alle. Da staut sie das nächste. Ja, ein Problem mit dem anderen. Forsch mal. Dinge. Danke. Immer alles voll. Sei zu schnell. Ist nicht zu schnell. Ich denke, wir brauchen. Nee, es geht runter. Das sollte okay sein. Vorerst zumindest. Das heißt, das hier kriegt ein Häkchen. Lithium-Batterien werden erstmal ignoriert. Denn das hier ist wichtiger mit dem Base Mineral Oil. Das Base Mineral Oil hatten wir doch mal. Aha. Aha. Das hatten wir schon mal gefixt, richtig. Ich habe es allerdings zersäbelt. Das ist nur das Haus, das hinter mir einstürzt. Das habe ich zersäbelt, weil ich der Meinung bin, dass hier immer genug Steam rauskommt und wir den Steam nutzen können hier oben. Ne? Anstatt hier einen Elektroboiler reinzutun, warum auch immer. Das heißt, das ändern wir jetzt fix, weil wir momentan nicht genug Nafta über haben. Du kommst also einfach so dahin. Und dadurch haben wir jetzt wieder Steam. Und dadurch wird wieder. Alter, was machen die da draußen? Dadurch wird wieder mehr Mineral Oil verbraucht und oben läuft alles weiter. Eventuell reicht nicht einer davon, das ist korrekt. Dann nehmen wir noch einen zweiten. Und ja, auch nach 2 Jahren ist die Baustelle immer noch vorhanden, obwohl sie 1 Jahr dauern sollte. Aber hey,
Gerümpel passt zu Factorio im Hintergrund. Wenigstens haben sie die Bohrmaschine heute eingepackt. So, das ist genug Steam. Nö, immer noch nicht. Vor allem weitem nicht genug, um das Durchgehen zu befeuern. Ich könnte hier es noch... Ja, mach einfach. Bau einfach noch zwei davon. Die kommen nicht dahin, weil dann würde sich damit irgendwie verwursteln. Die kommen... Ja, direkt hier vor Ort, ist okay. Das sieht vielleicht doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das direkt so mache. Warte. Da. Immer direkt vor das jeweilige Ding. So, jeder quasi seinen eigenen. Es wird trotzdem alles hin und her geschoben, aber es sieht halt schicker aus. Und es geht auf, ja. Okay. Ich hoffe, warum sollte ich nicht durchgehend hier Material anliefern? Ist das so viel, was ich aufgefordert habe? Scheinbar. Go. Und einen davon kill ich einfach mal. Damit das so weiterläuft. So, Fuel Oil ist von 90.000 auf 86.000 runter. Sind 4.000 weniger. Ist in der kurzen Zeit eigentlich ein relativ guter Sprung. Und es wird auch ordentlich umgesetzt, nämlich zu Strom. Oh, kleiner Bot, komm her. Komm her. Das war gerade so ein Elmira-Moment. Oder wie hieß die von Looney Tunes? Das Mädel, das die Tiere mal knuddeln will? Egal. Crude Oil haben wir genug. Wird nicht schnell genug umgesetzt. Oil Refinery haben wir MK2. Mach MK3. Ist plural. Die hier auch alle. Das dauert halbe Ewigkeiten. Ich denke, wir sollten das auch erweitern auf hier und da. Das kann ich machen, während die hier am Craften sind. Der Zugang dazu muss ein Feld rechts hier von hinten. Der Zugang dazu muss ein links davon hin und der für grün, drei davon hin, so, und, oh, so, das ist alles gut, ne, das ist alles gut, so, dann jeweils noch da ein, da ein, da ein, auch wenn ich hier wahrscheinlich keinen hinsetzen werde, wobei, einer passt ja noch, ne, so, und dann die jeweils nach da, da und da. Dann brauchen wir noch Öl. Wir brauchen noch Wasserstoff. Wasserstoff ist zwischen den beiden hier. Verbindet sich hier auch nirgends. Nö, kann also dahin. Öl kommt bis zwischen grün und gelb. Daraus. Okay, das heißt, ich muss, glaube ich, nur noch... Achso, und... Breast Chest. Warum habe ich da Breast Chests hingetan? Warum ein paar Titanium Chests? Wirklich sinnvolle Sachen für Oil Residue gab es, aber ich glaube, die Quote war nicht so wirklich toll. Wir können daraus Residual Gas machen. Nur das in einem Steam Cracker und Residual Gas. Er?
Achso. Kommt gerade nichts an, weil das Ding da nicht voll genug ist. Ja, das ist halbwegs sinnvoll. Ich baue hier unten jetzt eine Anlage. Habe ich Steamcracker? Nee. Steamcracker da. Bräuchte ich Aluplatten, die ich komischerweise nicht angefordert habe. Aluplatten. So. Ja, also ich baue jetzt doch Steamcracker, weil wir haben mehrere Stellen, wo so Residual-Gedöns über ist und regelmäßig Kisten zu zerstören ist dann doch irgendwie doof. Das heißt, ich platziere trotzdem die Titanium-Chest hier hin, sorge aber schon mal dafür, dass wir Strom haben. Dass es abtransportbereit ist. Auch für unsere zukünftige Anlage. Und die Anlage, die hier hinkommt. Und dann sollte ich auch noch schauen. Das heißt Residual. Oil Residuals. Do. Add new. Residuals. All Residuals abtransportieren und ummodeln. Ja, wir müssen sehr spezifisch sein. Nicht, dass da wieder Verwirrungen auftauchen. Gut. Weitere Forschung mache ich erstmal nicht, damit sich Kupfer und Eisen schön stauen können, also beide Kisten sich vollfüllen können. Du gehst da rein, du gehst da rein, du gehst da rein. Steamcracker MK3 hätte ich gerne. So, ist in Arbeit. Dann die Oil Refinery. Kommt hierhin, dahin, so. Kriegt 2-2. Ist jetzt soweit auch fertig, ne? Achso, Abtransport von dem. Keine Gelbärmchen. Abtransport von dem Residual-Zeug. Da. In eine Kiste. In die Kiste. Ne, mach mal. Wegen dem Dingens da ist ein bisschen unpraktisch. Da, 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 da. Auch ein Lied aus den 80ern, oder? Du, da, 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 da. Alles auf einem Fließband. Das Fließband läuft da entlang. Hier so einen kleinen Knick und dann da und dann so rum. Nee, es muss sogar oben lang. Weil der Output von dem Residual Gas muss unten sein, damit es direkt hier angeschlossen werden kann. Okay, Steam Cracker. Geh. Da mal so lang. Also du brauchst auch noch Steam, weil du ein Steamcracker bist. Ja, ich kann hier nicht wieder abzwacken. Das heißt, du bräuchtest dann... Ich sollte es auch nicht von da oben abzwacken. Nein, 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 nein. Electric Boiler baut davon mehr. Ich brauche anscheinend momentan recht viele davon. So, das heißt... Oh, hier hinten ist die. Das heißt, wir erweitern einfach die Anlage hier, die anscheinend eh nicht genug produziert. Für die Anlagen hier. Und gehen dann davon ab.